preguntarle cómo está funcionando, si con normalidad, con demora. Er war ja mein absoluter Hero. Freunde, wir sind zurück von der Gamescom. Falls ihr unsere Videos von der Gamescom verpasst haben solltet, schaut gerne mal vorbei auf unserem Dr. Freud-Kanal. Wir haben nämlich richtig frische Videos gedreht für euch. Jetzt geht's allerdings weiter mit der nächsten Ausgabe Unusual Memes, die wir verpasst haben natürlich durch die Gamescom-Woche. Wir gehen rein. Was? Hä, das ist krasser als dieser Spiegelshot aus diesem einen Film aus dem Flur. Ja, das war übel. Hä, Sekunde. Ist das auch mit einem Spiegel gemacht? Ah, nee. Oh, er hat das Handy einfach so mitgenommen. Ja. Ach so. Er ist über ihn rübergesprungen und er hat das Handy, ohne den Winkel zu verändern, so mitgenommen. Das war insane gut. Oh, mein Kopf kann sowas nach dieser Woche nicht mehr. Digga, das hat mich richtig kaputt gemacht. Das hat mich voll kaputt gemacht. Oh. Digga, das war so eine Pokémon-Attacke. Ultrasonic Scream, ich sag's dir. Der ist wahrscheinlich Trommelfell geplatzt. Hat die Kamera nur nicht aufnehmen können. Nee, sie ist jetzt Blut aus den Augen, der Nase, den Ohren. Ja. Geil. Oh, erinnert mich mal bitte dran. Ich möchte am Ende der Compilation möchte ich was mit euch gucken. Ich habe nämlich etwas entdeckt, was es seit 1-2 Jahren in Übersee gibt. Und ich bin absolut enttäuscht, dass es das bei uns in Deutschland nicht gibt, weil ich wäre der Erste, der sich Tickets dafür holen würde. Ich bin gespannt. Beziehungsweise vielleicht sogar gut, dass es das bei uns nicht gibt, weil jetzt können wir vielleicht selber so ein Event machen. Warum ist dieses Auto so klein? Wie betrunken sind sie? Oh Gott, sehr. Au. Das ist ein bisschen leicht. Wo war das? Das war, glaube ich, in so einem aufgebauten Klo, weißt du, wie du das so bei Veranstaltungen machst. So. Scheiße. Aber ich liebe das da. Ja, oh mein Gott. Das denn? Nächstes Jahr bei Back to School. Das ist ja fantastisch. Oh, guck mal, die in der Mitte hatten Probleme. Ja, aber da ist er wieder, der Hero. Das ist, weißt du, das wirkt auf mich wie diese ganzen KI-Videos, die jetzt kursieren. Die so normal anfangen und dann plötzlich morpht sich irgendein Mensch und denkst, ah ja, ist KI. Ja. Kennt ihr die? Das ist genau sowas. Ja. Was ist da los? Hä? Eine sehr spezielle Folge. Digga, es ist Cyberpunk 2024, Alter. Pezzo di merda. Doch. Hä, warte mal, war das nicht? Hä, war das nicht? Nein, das hier. Ist das nicht Steve-O damals? In seiner Bude? Als MTV zu Gast war bei Cribs? Das ist doch der Ausschnitt, oder nicht? Ich schwöre, das ist MTV Cribs, als sie bei Steve-O zu Gast waren. Ja, kann sein. Warum ist das da drin? Warum nicht? Okay, heute hassen wir Türen offensichtlich. Funktionando, si con normalidad, con demora. Er war ja mein absoluter Hero. Wie geil. Das mache ich das nächste Mal auch, wenn wir einer ein Mikrofon hält. Einfach so. Ja, ich weiß. Con normalidad, con demora. Fantastisch. Ich liebe ihn. Oh mein Gott. Da ist er. Das hat mich gebrochen. Da ist er wieder, der menschengemachte Klimawandel. Bruder! Oh, what? Nein.
Digga, die krasseste Reise. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte kurz, ja, die krasseste Reise des Lebens. Also ich glaube, er war platt. Es sei denn, er schafft es über die Walze rüber dann so. Hey, was ist das? Come on, man. Ja, was war das für. Der sah aus wie ein NPC in einem Videospiel, Alter. Der sah aus wie die Typen, die wir beim Essenstest da hatten, Alter. Ja. Stimmt. Digga, waren die Stoned. Die breite Kolonie. Digga, waren die Stoned, Mann. Yeah. Thomas, mega. Macht das. Digga, das kommt ja richtig hart. Oh mein Gott. Oh, war das Geräusch von dem Motorrad oder von ihm? Das Knackende. Habt ihr das Knacken gehört? War der Boden. Hör mal, das Steinen. Aber irgendwas hat krass geknackt. Ja. Oh. Habt ihr das gehört? Oh, das ja, das waren immer noch die Steine. Lol, es war ein fucking Bär. Run. Aber der Bär sah so aus, als ob er auch nicht unbedingt möchte, dass du das gerade filmst. Guck mal, oh Gott. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Please leave me alone. Daddy? Die Bitch slapped, Alter. Sein Gott. Die Eskalation. Digga, war das eine Möwe oder eine Gans? Guck mal, da zum Schluss, wie groß. Das war doch eine Gans. Die sind riesig. Also ist eine Möwe, gigantisch groß. Das sah aus wie eine Gans, ich schwöre, Alter, das war riesig. Okay, 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 okay. Das ist ein guter Track. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein behindertes Mädchen. Ich konnte es nicht liegen lassen. Nee, natürlich nicht. Das war eine Steilvorlage, I'm sorry. Es musste sein. Oh wow, das konnte auch nicht liegen lassen. Ja, das ist eine völlig gerechtfertigte Reaktion. Ja, auch die. Bruder! Digga, ist er krass! Nice, Alter. Sag mir, das war eine Abi-Party und die Lehrer mussten tanzen oder sowas. Er war legit alt. Digga, ist er geil. Er war legit auch der stylischste von allen. Aber sag mal nicht, er hat auch so The Grinch oder Groove-Vibes, oder? Schon, oder? Digga, geil, Alter. MC Ebenezer Scrooge, Alter. Ja. Was? Komm ins Licht. Ist das ihr Mund oder ist das ihr Auge und ihr Kopf ist so gedreht? Was? Wisst ihr, was ich meine? Das ist ihr Mund. Aber, ihr Mund. Aber es könnte auch sein, dass das beides die Augen sind, so. Und der Kopf ist einfach gedreht. Nur ein Ohr. Ja, da hat es im Kampf verloren. Hey, Bro, what are you doing? Toi, oi. There is no way I left the house for 1 hour. Are you dead serious, bro? Amerikanische Türen. Hallo, hier ist der Neighborly. Jo, Paket ist da, würde ich sagen, ne? Mhm. Ah, ich hasse. Ha! Geil! Wow! Was ist das? Murmeln? Ja. I found a frog. Oh! Wie erklärst du das? Spaß. Was war stell das dir mal denn? Vor, stell dir mal vor, da hätte einer den Fehler gemacht, sich drunter zu legen, weil er dachte, ah, so eine Slushy-Maschine, das ist es. Zack, durch der Schädel. Wer hat in den Chat geschrieben, Ollis erstes Mal? Das stimmt. Digga! Das ist kein Tuk-Tuk, das ist ein. Die panische Kuh. Ey, das ist. Ey,
Yo, wem habe ich von euch beiden neulich von dem Typen erzählt? Ja. Habe ich ja, doch, oder? Ja, ich liebe ja. seine Videos, Mann. Das ist so, der macht nur so Videos. Das ist voll gut. Du denkst, jetzt kommt der übelste Trick und er kickt ihn einfach weg, Mann. Ich lieb's. Ich find's so geil. Hey, you need power tools. Nope. Take that bolt, shove it right there. One-handed, baby. Watch this. One-handed. Another day, another chick in my bed. Have you ever wondered what it's like to wake up in paradise? Living and traveling in a van, oh my God, is the pure essence of oh freedom. My God. Das war das für ein schlimmes Video das einfach. Das war richtig gut. Das ist das Werbevideo. Ja. Für Vanlife. Ja. Ja, für Vanlife. Vom Walmart geparkt. Oh nein, die Mucke dazu ist ja nur geil. Warum? Aber es hat sie es geschafft? Also es ist wirklich. Ja, ja, sie sind kommen. Wow. Ce ne serait pas plus simple comme ça. Geiler Sound, Alter. Das ist der beste Dank aller Zeiten, Alter. Ich hab's ihm so gegönnt. Ja, wirklich. Ja, Mann. Ich hab's ihm so gegönnt. Aber auch Respekt, wie lange er da gehangen hat. Alter. Stabil. Alter, ey. Nice. Nice. Let's go. Let's go. Ich bin Senior und ein Fiefen. Warte mal. Timothy Chalamet unterschreibt irgendeinen scheiß Fertigkuchen auf einer, okay, auf einer Red Carpet Premiere. Ja. Oh. Lustig war's trotzdem. Aber er nimmt sich auch wirklich die Sachen, die wirklich des Todes schlimm spritzen. Bei Eiern ist das der Tod, Alter. Da kommt gleich ein Liter Öl mit. Aber es, ich bin ganz ehrlich, es ist Content, den ich mir gönnen würde. Ja, ich finde auch gut. Oh. Ach, großartig. Süß. War die wieder gut, meine Fresse. Immer stabil, Mann. Unusual Memes delivered immer. Einfach eine Konstante in unserem Leben. Ja, wirklich. Es gibt keine Compilation, die so delivered Woche für Woche. Ja, es war. Es war. Außer mein Instagram-Reels-Feed. Ich habe tatsächlich, mittlerweile ist der so gut, Digga. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach eigene Compilations mache. Ach so, den Feed. Ah, okay. Ja, ich müsste nur einfach alle Videos speichern und dann zusammenschneiden. Ich hätte. Ja. Beste Reel.